Mäusefreunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess HD mit der Vier-Verstanden-Challenge. Wir sind hier im nördlichen Teil der Ebene von Hyrule und wir stehen hier mitten im Regen. Ich hoffe, ihr hattet einen besseren Tag heute. Das liegt der Gute, hier bisher. Ich habe mich jetzt nochmal in den Wurf verwandelt. Ich weiß doch nicht, wir haben letztes Mal schon hier eine Höhle gefunden. Aber ich habe nochmal hier geguckt auf Screen. Alter, was ist denn mit dem Controller los? Wartet mal, Freunde, eine Sekunde bitte. Ich schau mal, ob ich die Kamera nicht ganz ändern kann. So, Freunde, jetzt geht's wieder. Und zwar, wie seht ihr schon, hier sind noch fünf Geister irgendwo versteckt im Mithydersee. Da ist natürlich noch einer am Hydersee, ne? Das wissen wir, der ist ja hier irgendwo versteckt. Aber es müssen dann trotzdem noch irgendwo welche sein. Und ich weiß nicht, ob wir hier schon alle haben. Wir haben einen Geist hier gefunden und die Ebene ist doch zu groß, dass hier nur einen Geist, glaube ich, verstecken würden. Wenn du mich auch, du Drecksvieh. Ist hier noch zwischen den Felsen irgendwie was versteckt oder so? Könnte gut sein, ey. Kommt mir recht auffällig vor, irgendwie. Ja, nur so kleine Dinge. Einfach. Was ist nämlich noch der Sack? Ja, natürlich verfolgt er mich. Hau mal ab, Mann. Ist da unten noch was? Bin ich auf der falschen Seite hier eventuell? Also da hinten könnte auch noch was sein, auf der anderen Seite meine ich. Da am Felsen oder so? Vielleicht. Hier muss ja irgendwo noch was sein. Kann ja nicht sein, dass alles ist. Ach, hier ist hier doch so ein Kreis? Nee, ist nur so ein kleines Ding. Aber wenn ihr da mehr wisst, wo das Ding ist, was ich jetzt gerade suche, ob hier noch was ist, meine ich natürlich. Vor allem auch, ne? Warum vielleicht? Na, da kann man sich vielleicht da im Felsen irgendwie. Nee. Den müsste ich kaputt machen können, wenn dann. Geht, glaube ich. Oder geht das doch? Warte mal. Und du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, der geht nicht kaputt, der Felsen. Sonst sehe ich hier auch nichts. Doch, da ist was Auffälliges, oder? Oder habe ich da schon geguckt? Hier habe ich schon geguckt, ne? Hier war, glaube ich, nichts, ne? Ja, gut, dann würde ich es auch sein lassen jetzt direkt. Denn, wir sind ja quasi schon in der richtigen Ecke ein bisschen. Ich weiß, glaube ich, wo das letzte Herzteil ist. Dazu kann ich mir vorstellen, wo es ist. Wir haben nicht nur eine Sache im vergessenen Dorf zu erledigen. Ich weiß, dass da noch irgendwas ist, was das man als Wolfling machen muss. Ich hoffe, wir kommen jetzt noch hin, wenn es dunkel ist. Weil ich glaube, da ist auch noch ein Geist. So, hier habe ich jetzt auf jeden Fall nichts mehr gefunden. Wenn ihr noch mehr wisst, ob da hier noch was ist, dann schreibt es mir gerne. Jetzt haben wir 3 Minuten verplempert quasi. Mit der Geistersuche, die hier eventuell sind oder eventuell auch nicht. Von daher, ja, ein bisschen Zeit verschwendet, aber macht ja nichts. Wenn wir eh nur auf der Suche quasi nach den letzten Herz sein, ich werde auf jeden Fall nicht in den letzten Dungeon gehen. Gar keinen Fall. Habe ich nicht geplant. Ich hätte höchstens die Cutscene vor dem Dungeon triggern, das vielleicht, ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber das klingt natürlich ein bisschen davon ab, was so in der Folge passiert. Bisher ist nichts passiert, von daher. Alter! Die springen auch immer so perfekt auf mich drauf, ne? Die predikten einfach echt immer, wie ich laufe. Es wird gar nicht hell übrigens, fällt mir gerade auf, irgendwie. Hier. Schon sehr lange dunkel, irgendwie. Und da, ach, da steht ja Epona sogar, stimmt. Ja, ihr könnt gerne Epona... Alter! Das Wichser gerade hier alle, ey, die Gegner. Sorry für den Kopfausdruck. Richtige kleine... Backen. So, haben wir jetzt hier einen Geist irgendwo? Ja, Tatsache, da oben ist einer. Krieg ich den von hier getriggert? So, jetzt sind die auch überall Katzen, die kommen jetzt auch an. Ja, ich krieg natürlich nicht hier von hier aus getriggert. Wir spielen alles weiter, erklärt hier der Boss der Hühner. Ah, jo, stimmt. Das war ein Huhn hier? Ich kann mich verwandeln, das ist immer in etwas, ne? Ist auch nicht so selbstverständlich gerade. Jo, Fall runter, Katze. Ganz genau. Ich bin von unten. Ist da gerade oben geflogen. So, hier kann ich mich auch verwandeln, sehr gut. Ich muss den Geist erledigen. So, hab ihn. Zack. Hab dich, mein Freund. Wusste ich doch, dass hier einer ist. So, eine weitere Geisterseele. Falls hier noch einer ist. Oder? Können ja noch einer sein? Ja, hier sind noch 3 irgendwo. Wobei, es sind noch ein Kakariko 2 Stück, glaube ich. Oder einer zumindest. Wo war denn hier nochmal der Boss der Hühner? Ich glaube, der war irgendwo hier im Hinterhof. Bei der Säule hier.
versteckt. Ist das der Boss der Hühner? Ja, hast du einen Hühner gefunden? Das hier ist ein vergessenes Dorf. Kuckuck. Also ist ja keine Taube. Wir haben hier 30. Nein, maximal 20 dürften es sein. Jedenfalls haben sich ein paar der Katzen, die früher hier lebten, wieder im Dorf angesiedelt. Ich denke, es dürften nicht zu viele für dich sein. Könntest du dich nicht ein wenig mit ihm beschäftigen? Natürlich. Du bist ja richtig nett. Du musst einfach nur mit allen Katzen einmal reden, damit sie sich nicht zu einsam fühlen. Wenn du das Dorf verlässt, bevor du mit ihnen geredet hast, natürlich wieder von vorne anfangen. Du musst auch noch wissen, wie du mit ihnen reden kannst. Du musst sie von der Seite ansprechen. Also, alles klar. Okay, 20 Katzen haben wir Zeitlimit? Ich hoffe nicht. Weil er sagt ja, wir dürfen das Dorf nicht verlassen. Und jetzt geht's hier echt nochmal los. Geiles Intro auf jeden Fall. Sieht so ein bisschen, wo die Katzen überall sind, ne? Auch gut. Darf ich auch wahrscheinlich nicht verwandeln, oder? Jetzt. Geil gemacht, aber. Hi. Miau, ist das lustig? Nummer 1. Okay, sagen wir, wie viel ich schon angesprochen habe. Miau, ist das lustig? Nummer 2. Okay, wenn wir jetzt alle sagen, ist das lustig, dann was hast du mit dem Vorlesen schon mal? Okay, dann das gleiche. Nummer 3. Ist da sicher auch eine drin irgendwo? Ja, da, die nehme ich. Sind die da, überall da, wo ich gerade auch waren? Nummer 4. Hi, Nummer 5. Darüber muss ich auch noch, ne? Komm. Okay, dann komme ich da jetzt nicht so durch. Ist hier eine Katze drin? Jo. Hi. Zwei sogar. Nummer 6. Nummer 7. Darf ich mich schon mal doch verwandeln? Weil ich das hier nicht hochkomme, ne? Mal gucken, ob hier hinten noch eine ist. Der Hühnerboss ist jetzt nämlich weg. Ne, das ist doch nicht. Okay, das steht doch noch hier. Ich hab's gesagt, Freunde. Hier, dich übersieht man durch auch ganz schnell. Nummer 8. Nummer 9 und 10. Hi. Da steht hier noch eine in der Gasse irgendwo. Ja, natürlich. Gutes Versteck hier, meine Kleine. Oh, nice, Pfeile. Brauche ich. Hat schon mit dir gesprochen hier? Ich kenne es doch schon, okay. Mit dem ich schon gesprochen. Hi, die habe ich jetzt nicht gesehen, die gefällt mir hier. Nummer 12. Da ist noch eine. Nummer 13. Nummer 14, ne? Ist hier eine drin? Ja, hinter den Felsen, hinter den Fessen, Felsen, soll ich schon fässern. Nummer 15, so jetzt fehlt noch 5. Wo sind die Säue? Die hab ich schon gesprochen, ne? Ich kenne dich, wir sind doch schon Freunde, ja. Glaube ich nicht, aber. Das ist eine Illusion. Ist hier am Anfang vielleicht noch irgendwo eine, die ich übersehen habe? Ja, muss ich da hoch. Irgendwie. Okay, die sagen nichts, sehr gut. Hier oben sind sicher auch noch welche. Ja, ich komme schon zu mir, seht ihr das? Nichts machen. Nummer 16. Ne, noch eine ums Eck. Nein. Hier noch eine irgendwo. Da ist eine. Dahin? Stimmt, oder? So, jetzt. Jawohl. Nummer 17, so, wo sind die anderen drei, die noch fehlen? Ich kann oben bleiben. Ach, da muss ich noch hoch, da hinten stimmt. Da oben war ja auch noch eine. Ja, dich kenne ich schon, ja. Klappe jetzt. Was? Da noch eine hinten drin? Jupp. Hab ich auch noch nicht. Wenn wir letztes Mal jetzt oben sind, dann habe ich es doch. Ja, oben ist eine, ne? Und die andere ist, glaube ich, draußen. Wunderbar, dann haben wir's. Eine steht hier. Ich muss nur anquatschen und die andere ist halt, wie gesagt, auf dem Balkon hier, auf dem. Ne?
dem Vordach quasi, oder was das sein soll. Was ich mal das nennt. Da hinten die. Genau, dich meine ich. Hi. Und Nummer 20. Wahnsinn, wir sind alle Freunde. Sag schnell dem Boss der Hühner Bescheid. Wer ist jetzt so eine Kier? Direkt. Hi. Du hast also mit einem geredet. Na, herzlichen Dank. Dein Preis wirst du vor dem Haus der alten Frau. Vergiss dich, die mitzunehmen, wenn du das Dorf verlässt. Wunderbar. Es wird einfach jetzt das Spawn, oder was? Geil. Die Fenster werden auch wieder repariert, wenn ich hier irgendwie eine Szene trigger, ey. Auch geil. Und da haben wir es, Freunde. Das Herzteil, was noch fehlte. Sehr schön. Kein Stempel, nichts anderes, sondern echt ein Herzteil. Und dann fehlt ja jetzt im Grunde nur noch Geld und dafür sollten wir uns doch die letzten... Ja, ist es denn? Die letzten Insekten holen. Ich will jetzt auch schnellstens dahin. Von hier aus, oder? Ja. Kakariko-Tal. Die sind da irgendwo. Nämlich da, wo ich sie schon vermutet hatte, irgendwo auf der Ebene. Und die werde ich jetzt so lange suchen, mit sein muss, bis ich die gefunden habe. Ist mir scheißegal, es ist dunkel noch. Obwohl, warte mal, wisst ihr was? Ich habe gerade gesagt, es sind Kakarikos. Kakarikos sind Geister, ne? Es ist gerade dunkel, ich sollte die holen. Vorher noch. Eine Sache noch vorher, deswegen. Kurzer Abschied nach Kakariko. Also einer ist auf jeden Fall, das weiß ich. Wobei ich auch leider nicht weiß, wo die anderen sein sollten, ne? Und Todesberg vielleicht noch da hoch, den Weg? Machen wir auch noch jetzt, komm. Wir haben da schon mal einen Geist, ne? Da oben bei dem Haus. Der andere könnte beim Bombenshop sein, meine ich. Ja, klappe jetzt. Mann, ich will nicht gar nicht anlaufen, ich will nur rennen hier, spurten. Nur sprinten die ganze Zeit, Mann. So, da hat er Gitter vorgemacht, okay, dass man nicht mehr reinkommt als Wolf. Also. Echt jetzt. Kann ich mich hier verstecken? Jawohl, das geht. Wo war denn da jemand? Hat der kleine Gurone da, okay, der da sitzt. Alles klar. Den habe ich gar nicht gesehen. So, wenn wir jetzt das Geld nicht zusammenkriegen für das Herz da von dem Typen, dann machen wir den nächsten Dungeon. Da nichts kaufen, bin ich denn blöd? Hoch hier, du, ich will hier raus, oben. Schrank hat auch wieder aufgestellt, wie ich sehe. Hat der schon mitgedacht, der hat hier schon gut aufgeräumt, der Burns, ne? So, ist da ein Geist? Jawohl, da haben wir echt zwei Geister hier. Nicht sogar drei, ich guck mich gleich nochmal um. Und das ist da oben, ne? Ganz oben haben wir aber keinen, glaube ich, ne, ne. Das wäre auch ein bisschen vieles gut. Ist da hinten noch einer irgendwie? Auch nicht, ne? Komm her. Zack, Ende im Gelände. Her damit mit deiner Seele. Wunderbar. So. Ich muss hier oben haben, ne? Um hochzukommen, genau. So, da kann man natürlich schön abspielen, jetzt ganz schnell, ne? Wenn der jetzt uns verarscht, irgendwie der Geist. Lass mich nicht verarschen von dem Typen. Komm her. Zack und tschüss. Alter, wie man das immer da rausreißt, ne? Richtig grausam eigentlich. Man kommt eigentlich hier rein als Wolf. Ich glaube, hier waren auch mal Schattenkäfer drin. In der Ursprungsversion. Und hier war dann wahrscheinlich einer drin. Anders macht das ja gar keinen Sinn. Oder? Hier haben wir nach ganz oben. Kommt man hier sonst gar nicht rein, oder was? Oh, oh, das ist eine Truhe. Oh. Oh, kein Herz da drin. Da ist wahrscheinlich auch Geld drin, hoffentlich. Jawohl, Fuffi, den nehmen wir mit. Alles klar, das ist schon gut zu wissen, dass wir das auch noch kriegen jetzt hier. Ab hier oben ist nichts mehr. Gehen wir mal nach ganz oben einmal. Ich meine, hier ist Taro normalerweise. Der hält hier ja Ausschau sonst, wenn es Tag ist. Ja, weg hier, komm. Hätte ich mich hier warpen können eigentlich. Hier sollte mich keiner sehen. Jetzt aber ins Kakariko-Tal tatsächlich. Den kleinen Exkurs haben wir jetzt gemacht. Die Geister sind unser. Muss ich noch gucken, wie viele hier fehlen, wie viele Geister, weil... Einer fehlt noch, oder? Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich hoffe, wir haben jetzt alle, aber...
Es fehlt echt noch ein Geist, okay. Achso, ach, ich wollte auch zu Todesberg noch. Ist das egal, machen wir entweder später oder wenn wir die Insekten haben. Wenn es immer noch dunkel ist. Es wird schon hell jetzt, ne, langsam. Ist das richtig, sehe. Ja, es wird hell. Dann kriegen wir den jetzt wohl nicht mehr. Was halt nicht schlimm ist, die... Es wird eh nochmal Nacht werden. Wir haben noch genug Geister zu finden, von daher kein Ding. Erstmal jetzt die Insekten, wie gesagt, ich will die Herzzahl eigentlich heute, die haben Priorität. Für mich. Einer ist auf jeden Fall da bei den Inseln und einer müsste... Ist auch noch ein Geist da hinten sich gerade. Krieg ich den noch? Ich glaube nicht. Wird jetzt verschwinden, oder? Komm her, mein Freund. Da ist weg, schade. Ist hell geworden. Wo ist das Insekt jetzt? Hier irgendwo, oder? Was da oben? Eventuell? Da ist es doch, seht ihr da? Wusste ich doch, dass hier irgendwo eins ist. Lass mal die Vögel erledigen hier, komm her. Schnauze. Ich hab gesagt, Schnauze, lass mich jetzt mal in Ruhe hier machen. Und da ist es hell geworden. Ey, bleibst du mal hier? Was ist denn eigentlich für ein Tier? Du bist ein Nashornkäfer. Ah, nice. Hirschkäfer und Nashornkäfer, geil. Die letzten beiden Insekten, die noch fehlten. Andere ist da irgendwo, glaube ich. Und ich kann noch was Gespür anmachen. Man hat ja gesehen, man sieht die dadurch echt besser. Da hier irgendwo? Käfer? Ah, nimmt man einen Teil drin. Hier sehe ich jetzt nichts. Er ist auch da. Ah, hier habe ich ihn gehört. Da ist er doch. In dem Baum da. Ja gut, dann haben wir ihn hier. Hi. Da hast du dich versteckt, mein Freund. Was machst du denn hier? So, mit den ganzen Insekten, die haben wir jetzt alle gefunden, Freunde. Die haben wir schon zu 100% gefunden. Die werden wir jetzt noch abgeben, dann kriegen wir noch ein bisschen Cash. Und das Cash können wir dann dem Typen geben. Deswegen ab nach Haiwu-Stadt nochmal. Jetzt wird es ein bisschen nervig, weil wir mit Agneta sprechen müssen, aber was soll's. Ich werde die weitestmöglich skippen, Freunde, außer beim letzten Insekt. Weil wir dann alle abgegeben haben. Da dürfte es nochmal was Besonderes geben. Wenn wir vielleicht noch Geld übrig haben, also 100 Rubinen übrig haben für den Stempel, muss ich auch noch. Ich denke, dann ist die Folge auch... Es wird schon wieder dunkel? Nee, oder? Ich meine nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir dem Typ noch geben müssen. Ich glaube, wir haben genug jetzt dann schon fast. Wir haben jetzt schon 300 Rubine wieder. Aber wie gesagt, es schadet nicht jetzt noch Agneta zu besuchen. Und das ist halt, wie gesagt, das letzte Erzteil hier auf der Oberwelt. Letzten Mal gibt es im Dungeon. Im letzten. Und an sich gibt es hier noch eine Hellseherin, die ein Verrät für die Herzteile sind. Die ist nämlich hier nebenan. Pass auf, wisst ihr was, machen wir jetzt einmal. Ist egal. Das kostet zwar ein bisschen Geld, aber... Die zeigt uns wahrscheinlich einen Typen, der da steht. Oder in Dungeon. Willkommen, Magikana. Wenn du willst, öffne ich die Tür zu deiner wahren Bestimmung. Willst du etwas über dein Schicksal erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Mit 10 Rubinen öffnet sich dir die Tür zu deiner eigenen Zukunft. Willst du sie durchschreiten? Natürlich. Was sagst du, welche Tür soll ich für dich öffnen? Liebe. Ich habe es vernommen. Ich möchte die Gestalt der Liebe zeigen, die du selbst noch nicht erkannt hast. Gut, es sei. Kalami Kalama, Wamali Wamala, Soso! Und was zeigt sie uns? Nämlich die Typen, wie gesagt. Genau das, was ich vermutet hatte. Das ist nochmal der Hinweis, dass der wirklich was hat für uns. Hm. Geh dahin, wo dein Blick dich führt. Einfach nur zur Demonstration, ne? Wir wissen ja, dass der schon was hat, also ich wusste das jetzt schon. Er sagt ja auch schon ganz was von Liebe, ne? Liebe ist auch nochmal extra rot hervorgehoben, wenn ich mich nicht irre, ne? Das Wort Liebe. Also klar, das Indiz dafür ist, dass der wohl etwas mit Herzen zu tun hat. Als Insekten hier, die rumfliegen. So, hier bitte schon. Die letzten Insekten für dich, mein Fräulein. Was ist Anbeterin für dich? Männlich? Ja, komm.
Ich sag zwar, glaube ich, zu jedem Insekt was anderes, ne? Aber ich habe es auch nicht alle vorgelesen, weil mich das auch einfach nicht juckt auf Dauer, was die zu den Viechern sagt. Ist es wirklich? Ah, die Gottesanbeterin. Tut immer so fromm, ist aber in Wirklichkeit bewaffnet bis an die Zähne. Ja, okay. So, sehr schön. Noch vier Insekten, jawohl. Kann ich ja nochmal jeweils ein Exemplar vorlesen, ne? Erst den Hirschkäfer dann. Den männlichen. Ah, der Hirschkäfer. Mit so einem Geweih fühlt man sich sicher wie der König der Käfer. Ja, okay. So, komm, Mädel, mach hin. Kann ich nicht ab, ey. Mann, 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 mach hin jetzt, Mädel. Vor allem, Nashornkäfer, Hirschkäfer weiblich. Man fühlt sich wie der König der Käfer, wa? Nicht wie die Königin. Olle, ey. Du hast doch selber nicht was zu labert, ey. Ehrlich jetzt. So, der Nashornkäfer, den. Achso, jetzt hab ich den übersprungen wieder, egal. Ich würde eh das letzte Insekt vorlesen, von daher. So, Freunde, zum letzten Mal Agneta anlabern. Den Nashornkäfer weiblich, den wir jetzt so abgeben. Aber du, Nashornkäfer weiblich, bist du es wirklich? Ah, der Nashornkäfer, wie schön muss es sein, unter diesem glänzenden Panzer zu schlafen. Danke, danke, ich bin so glücklich. Glaube ich, damit haben es jetzt alle geschafft, hier zu erscheinen. Alle haben sich zu Panzer zusammengefunden und wirken sie nicht alle unglaublich glücklich? Du hast so viel für uns getan, deine Heldentaten werden im Insektreich unvergessen bleiben. Und so lange sollst du dieses Geschenk in Empfang nehmen. Die Maxi-Geldbörse mit 2000 Rubidequits tragen, Alter. Krass. Komm jetzt halt wieder her, wenn du die Insekten treffen willst, dürfe ich aber nicht. Tschüss. Dann versuch ich die lieber an den Ort, wo ich sie gefunden habe. Auch gemein, oder? Bevor ich mit der laber, ey, ich glaub's ja wohl, bevor ich die besuche. Die hat ja wohl den letzten Schrei nicht gehört. Gut. So, dann machen wir jetzt noch den Typen hier fertig und dann hoffentlich fertig, aber 600 Rubine sollten reichen. Vielleicht, ja, eine kleine Spende hier. Komm, mein Freund, hier für dich. Wie viel willst du denn noch haben? Bitte weiter, ja, ich will lange noch. Hat jetzt mal langsam? Ach, da kommt mein Fanclub wieder angelatscht, ich glaub's ja wohl. Ja, jetzt passt das auch mit der Liebe, ne? Und die hier schon angelatscht, Kombi mit 3. So, jetzt. Möge ein Engel der Liebe dich geleiten. Und da kommt das Herz heruntergeflogen. So, das letzte Herz, Freunde. Haben wir jetzt. Wir haben auch noch Kohle für den Stempel. Da könnt ihr mich mal ein bisschen in Ruhe lassen, Mädels. Haut ab, ey. Will nichts von euch. Das hat man davon, wenn man so ein Star ist. Der bei der Star Challenge gewonnen hat. Glaub's ja wohl, ey. Hier ist der Laden. Reinspaziert, hereinspaziert. Die Kleinparzelle vom Maromarkt, bekannt in Hallstatt für ihre legendären Preise. Na komm. Hat der vielleicht noch was anderes im Sortiment für die Rüstung? Ich glaube aber nicht. Das heißt, doch so Stempel oder so auftaucht. Irgendwie Blödsinn. Und jetzt den Stempel. Das ist ja auch schon mal weg vom Fenster. Danke für den Stempel. Das war unser letzter. Du hast den Stempel Maromarkt erhalten. Ja, natürlich. Wenn auch sonst. Jetzt hat der Pfeil im Angebot, okay. Guck mal nochmal, wie viele Stempel haben wir denn? 30. Von wie vielen? Gibt 10 pro Seite, es gibt. Ja. 40, ne? 50 Stempel. Es fehlen noch 20 Stempel, ey. Alter. Die will ich schon gerne alle finden, noch die übrigen. Tatsächlich, da werde ich mich. Ja, entweder vielleicht auch schlau machen, wo die sind, die übrigen. Oder wir suchen echt nochmal alles ab, aber ich weiß nicht. Wir gehen auf jeden Fall raus hier. Hier möchte ich nicht bleiben. Und ich würde sagen, Freunde, das war's dann auch schon für heute. Ich würde jetzt sagen, wir haben genug gemacht hier. Letzte Insekten gefunden, letzten Herzteile in der Oberwelt zumindest. Die hier so verteilt sind, außerhalb der Dungeons. Und ja. Sollte reichen für heute, würde ich sagen. Wie gesagt, wenn ihr dann nochmal wisst, bei der einen Ebene von Hyrule, ich meine hier oben, ob hier noch was ist an Geistern oder so, dann sagt's mir gerne. Hilft auf jeden Fall, dann guck ich mich da nochmal um. Aber wie allgemein, wo so noch Geister sind, natürlich, ne? Hier ist auch noch was, hier ist auch noch Geld, glaube ich, ne?
Ich dachte, da wäre auch noch ein Herzteil, aber das ist wohl doch nichts. Egal. Ich verabschiede mich dafür, damit für heute. Beim nächsten Mal geht's dann los zum letzten Dungeon. Wir müssen Zanto endlich stellen. Denn der hat noch die Schattenkristalle geklaut. Und ja, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben nicht vergessen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und verpasst nicht die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Euer Basukasu.